ich hab Drachi. Ich liebe Drachi. Drachi ist toll. Okay, da hat sich jemand auf dem Dach gemütlich gemacht. Nett. Na? Kommt man? Doch, man kommt. Welches Gebiet muss... du musst einmal... du musst auf jeden Fall nach Gridania und in den Ostwald. Ich kann dich aber auch in Gridania quasi abholen. Ich weiß nicht, ob du im Ostwald schon als Aetherit freigeschaltet hast. Ich weiß nicht, wie das mit dem Teleportieren dann funktioniert. Deswegen kann ich dich sonst auch in Gridania dann abholen. Komm hier mal ganz kurz. Kannst du mich weitermachen und aus der Gruppe gehen. Hab Besuch bekommen. Hm. Alles gut. Dann viel Spaß auf jeden Fall mit deinem Besuch, Dera. So. Ich stehe hier irgendwo. Bist du das hier vorne? Wenn ja, dann kann ich dich einmal ganz kurz schnell in die Gruppe einladen. Okay. So. Dann, ich nehme mal an, du hast den Ostwald nicht freigeschaltet, oder? Als Teleportation. Ich glaube, sonst kann ich dich nicht mitnehmen. Okay. Dann einmal... Einfach mir erstmal nach. Ich flieg dich dann an Ort und Stelle. Jetzt bin ich gerade froh, dass ich mein Gruppenreittier schon habe. Nicht gespart habe. Jake. Ich will einen Begleiter haben. Ach, jetzt habe ich die komische Wolke. Nett. Wirklich nett. So, Warte mal. Jetzt müsstest du einmal Rechtsklick auf mich drauf machen und einmal Tandemreiten suchen. Perfekt. Dann kann ich ziemlich wegfliegen. Ich hoffe, dass ich mich nicht wieder verfliege. Wie sieht es das denn bitte? Ja, geil, oder? Ich finde den so toll. Vor allem das Team im Hintergrund finde ich ja halt doch mega cool. Ich kriege mich gerade nicht mehr ein. So ging es mir auch. So ging es mir auch. kann man sich im FF14-Shop kaufen.
Man kann auch so ein kleines Karussell machen, dann fliegen die so um dich herum. Finde ich voll cool. So. Tada. Shut up and take my money. Ja, so geht's mir auch. So geht's mir auch. Lass das Gemetzel beginnen. So, ich komme fort. Komm. Die bösen Rüsselkäfer. So. Das habe ich schon mal. Oh, auf jeden Fall danke, dass du mir hilfst. Das vereinfacht das Ganze. Jetzt muss ich einmal ganz kurz die anderen Viecher suchen. Es könnte sein, dass es die hier sind. Ja, bin das. Dann weiß ich, dass ich gleich wieder einen draufkriege. Ihr seid ekelhafte, komische Viecher. Warte, wie viel brauche ich davon? Oh, die ist Kackparalyse. Jedes Mal bei diesem Paralyse-Ding fühle ich mich wie als Kind beim Stepptanz. Oder, nee, Stopptanz. Stopptanz war das. So, wo seid ihr? Ihr seid im Südwald, Ostwald, Südwald. Brombeerlichtung. Wo ist denn bitte die Brombeerlichtung? Oder? Brombeerlichtung. Da irgendwo. Diese Beinchen, ey. Das ist so. Ah, da. Oh, diese ekelhaften Fledermäuse. Ja, komm. Nein. Fledermaus. Bleib. Na toll, und auch nur direkt im Feldbereich. Ja, es sind die komischen Bäume. So. Es fehlt noch eine so eine Fledermaus. Klar? Auch das war klar? Ach komm. Hätte ich mal gerne ein Spiel seit irgendwie WoW und muss sagen, F14 gefällt mir die Community besser. Also WoW habe ich gerade tatsächlich wieder angefangen. Beziehungsweise, was heißt wieder angefangen? Letztes Jahr habe ich das
erste Mal WoW gespielt. Dann hatte ich eine ganze lange Zeit Pause. Dann habe ich mit FF14 wieder angefangen. Ja. Also in WoW habe ich nie großartig Fuß gefasst. Lag aber auch daran, dass ich nie wirklich verstanden habe, wo da jetzt die Hauptstory ist und wo nicht. Ich warte gerade, wo weiß ich. Weil dann kann ich dich nämlich direkt wieder mitnehmen, falls. Ne? Wenn die Bäume mal verschwinden würden. Genau, geht einfach. Warte. Ich eile. Ich bete, dass ich es rechtzeitig schaffe. Tada. Yep, können wir sofort zu Ende machen, oder? Nur einmal, damit wir den glänzenden Strasswellen nicht nochmal haben. Jetzt blöde Fledermaus kurz machen. Glaube ich, die letzte. Die andere habe ich noch bekommen. Ich sehe das Feld vor lauter Bäumen nicht mehr. Alter, ich sehe nichts mehr. Ich sehe nur noch Bäume. Überall nur noch Bäume. Als nächstes muss ich dann halt nur noch für zwei Sachen in den Südwald. Da kann ich dich dann auch gleich kurz noch mitnehmen. So. Da 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 da
So. Was für mein Programm hier gerade? Jetzt einmal weg. Oh, jetzt die glorreiche Frage. Wo sind die Viecher nochmal? Obere Pfade, obere Pfade. Was in die Richtung irgendwo? Ich kann nicht gleich nochmal hinfliegen. Bin gerade so zu blind, unsere Antilopen zu finden. Oder entweder wurden sie ausgerottet. Oder sie haben keine Lust. Warte mal, seid ihr das da hinten? Nee, ihr seid die Falschen. Ihr seid Böcke. Brauche aber die Kühe. Falsch. Gucken wir mal in diese Richtung. Vielleicht sind die ja wirklich hier hinten. Ah, hier sind die Kühe. Und drei Stück. Und einen noch. Da wollen nur noch diese komischen Schläger. Wo auch immer die sich verstecken. Ah, warte. Warte, warte, warte. Ich hab's ja gefunden. Direkt auf der anderen Seite. Hörchen. So, und danach bringe ich den noch zu den zwei Etheriten. Dann hast du die direkt. Hey, die wird schon wieder betäubt. Und Stufe 17 noch geschafft. Oh, sehr cool. Hat sich ja richtig gelohnt. Ja. Vielen, vielen lieben Dank auf jeden Fall. So. Hier ist auf jeden Fall das erste.
Und dann einmal noch schnell zu dem im Ostwald. Den hast du dir nämlich auch schon. Ich finde, das hört sich echt so an wie das Lied von Night the Week Before Christmas. Von dem Mogri. So, jetzt ist die Frage. Mache ich mit meinem... Na gut, warte mal, Main. 68. Okay, wir machen auf jeden Fall mit dem Tänzer weiter. Dann würde ich jetzt nämlich erstmal Hauptstory machen. Es sei denn, du brauchst jetzt noch Hilfe bei irgendeiner Inni oder so. Dann würde ich nämlich mit reingehen. Ansonsten würde ich erstmal Hauptstory machen und später mache ich sowieso ganz viele Innis. Vor allem ganz viele. okay. Wie gesagt, wenn du bei irgendeiner Inni oder so Hilfe brauchst, ich helfe auch gerne. So gut wie ich es kann. Deswegen. Jetzt müssen wir noch gucken. Wo ging die? Da ging sie. Ich hoffe, dass das jetzt alles noch geklappt hat. Ja. Hat doch ganz schnell geklappt. Ja. Super. Wie gesagt, kannst mich jederzeit anschreiben, wenn du jemand für die Innis brauchst. Denk mal, die einen oder anderen, die sonst mit mir immer mitkommen, hätten da wahrscheinlich auch nichts gegen. Hier runter? Ja. Autsch. Hallo, Yugiri. Das stimmt ja. Gesetze wollte sie ja beim letzten Mal daran hindern, den Typen da umzubringen. Ich entsinnere mich. Ich möchte jetzt nur die letzte Windätherquelle endlich haben. Dann kann ich nämlich in dem Gebiet endlich fliegen. Wir helfen. Was anderes kommt gar nicht in Frage. So. Dann lasst uns Pläne schmieden. Na, wer hat uns belauscht? Und der verrät uns jetzt. Der wird uns verraten. Guten Appetit übrigens. Danke.
Ja, mein schwarzer Schokomoppel. Jetzt ist eigentlich echt sowas von Quälerei. Ich meine, er schnappt die ganze Zeit nach dem Pisa-Kraut. Ich würde es nie erreichen. Niemals. Ich hab den in Gelb. Ja, ich auch. Ich hab den auch in Gelb. In Schwarz bekommst du ihn, wenn du bei ausgewählten Streamern. Also es gibt so eine Liste mit Streamern, bei denen das funktioniert. 4 Subs da lässt. Hallo Tata. Schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Jo, du hattest einen schönen Arbeitstag. Sofern ein Arbeitstag schön sein kann. Aber wie gesagt, wenn man bei ausgewählten Twitch-Streamern, sofern sie das Spiel spielen, also wenn man den Sub außerhalb eines Spiels da lässt, dann geht das leider nicht. Wenn du halt 4 verschenkte Subs, ne, gibst, dann kriegst du halt einen Code zugeschickt. Ein paar Sekunden später und dann kriegst du halt den Schokomoppel. Im Schwarzen. Ich weiß gar nicht, bei wem ich das gemacht hatte. Es ist warm, mein Hirn ist mal sonst alles top. Warm ist mir auch. Warm ist mir auch. Also, mir geht's soweit gut. Hab was Leckeres zum Essen hier am Start. Und ja. Bin bereit, meine Story hier weiter durchzupauken. Damit wir weiterkommen. Diese Musik. Mal zumindest die Hintergrundmusik kann ich, glaube ich. Die Musik ist so schön. Also ich weiß nicht, ich glaube Stormblood gefällt mir bis jetzt am meisten. Aber eher auch wegen diesem asiatischen Touch. Heaven's Ward war mega gut, aber Stormblood gefällt mir glaube ich bisher am besten. Ah ja, okay. Uiuiui. Das wird nett. Eine 1 für Inni. Juhu. Ja.
kommt er. Prinz Zenos, bitte hier entlang. Das Dorf ist ganz in der Nähe. Diese Stille, wie auf einem Friedhof. Hier gibt es keine Jagdbeute mehr zu holen. Wäre es nicht der Wunsch des Kaisers, könnte ich mir den Besuch sparen. Wir bitten untertänigst um Verzeihung, dass wir euch keinen gebührenden Empfang bereiten können. Bei dem letzten Kampf habe ich so viele Bäuche aufgeschlitzt, damit sie mich hassen. Mich fürchten, damit ihre tierischen Instinkte geweckt werden. Je wilder sie sich zur Wehr setzen, desto spannender ist die Jagd. Beute, die einfach nur verschreckt den Atem anhält, langweilt mich. Wo bleibt da die Herausforderung? Ein Überfall? Ninja? Ach, hätte ich doch besser den Hornochsen mitgebracht. Was für ein dilettantischer Versuch. Dein Hass ist stark, doch du bist schwach. Das war noch nicht alles. Mörder von Kain und Erzfeind von Doma. Juhu, jetzt kommen wir auch ins Spiel. Mit vor, eine gute Gelegenheit, das neue Schwert auszuprobieren, das du mir geschenkt hast. Sollte es nicht gut schneiden, wird es dir leid tun. Also die Erweiterung kann ich dir empfehlen. So dröge wie das Hauptspiel manchmal ist, auch der Patch danach, die Addons machen es wieder weg. Es macht mir allerdings keinen Spaß, meine Waffe an wehrlosen Opfern auszuprobieren. Also gebt gefälligst euer Bestes. Bin jetzt beim zweiten von 3 veröffentlichten Addons. Und das vierte, also Endwalk, habe ich mir jetzt ja auch vorbestellt. Vor 2 Monaten. Oder 1 Monat. Auf jeden Fall sind sie vorbestellt. So, was habe ich? Shadow Bringer fehlt mir noch. Also haben tue ich auch alles, aber gespielt habe ich bisher, ja, gar nichts. Bin jetzt bei meinem ersten Run noch, quasi. Autsch. Also auf Shadow Bringers bin ich echt gespannt. Okay, die anderen kann ich tatsächlich nicht angreifen. Ich kann mich tatsächlich nur um ihn hier kümmern. Er ist irgendwo auch gut. Das Problem ist, jetzt ist es schon wieder so mega laut.
Ich weiß nicht, warum das immer plötzlich von jetzt auf gleich wirklich mega laut ist. Ja, hab ich so leise gemacht. Scheiße. Oh Gott. Ich habe auf jeden Fall so eine ganze Weile bis Shadowbringers. So schnell kann ich gar nicht abhauen. Scheiße. Da komme ich jetzt nicht mehr raus. Das ist so ätzend. Da komme ich eh nicht raus. Nicht so großer Radius. Ich will nichts machen. Du bist tot! Nicht ganz. Der jetzt echt die ganze Zeit einfach mal nichts gemacht. Lass die Hatz beginnen. Oh je, okay. Ein kleiner Schnitttest. Okay. Werde ich ausbrechen müssen. Wie lange streamst du immer so? Das ist unterschiedlich. Also oft wird es spät nachts. Hm? Es kann aber auch mal sein, dass ein Stream nur 3-4 Stunden geht. Aber so in der Regel sind es 7-10 Stunden ungefähr immer. Also heute habe ich noch ein bisschen. Ja, dann kann ich beruhigt mal eben Abhör gehen, ohne Angst zu haben, dass du dann weg bist. Ja, das kannst du. Das Einzige, was passieren kann, dass ich mal in der Pause bin. Aber dann bin ich immer relativ schnell wieder da. Also. Bei Final Fantasy kann ich dir schon mal vorher prophezeien, ist es selten, dass ich weniger als 7 Stunden mache. Weil Final Fantasy hat einen mega Suchtfaktor. Bei mir. Ich hoffe, bis gleich.
Das habe ich. Ja, so schnell kann ich da, komme ich da gar nicht raus. So schnell geht das nicht. Beginnen! So, und jetzt aufpassen. Ein kleiner Schnitttest! Nein! Ich muss doch noch... Rennt, ihr Wilden! Oh, Mann. Jo, jetzt macht er wieder einen auf super stark hier. Enttäusch mich nicht! So, und wenn heute uns kaputt? Kann doch bestimmt nicht ewig so weitergehen. Rennt, ihr Wilden! Nein. Los, bring es zu Ende! Gott, wir werden sterben. Wir werden einfach nur sterben. Lauf mich. Renn, ihr Wilden. Enttäusch mich nicht. Oh, Manu. Warum ist es irgendwie nicht besonders spannend, wenn man die ganze Zeit auf etwas einhaut, was eben fast unsterblich ist? Renn, ihr Wilden! Los, bring es zu Ende!
Das war es schon. Okay. Ah, jetzt erinnere ich mich an dich. Ich habe dich in Alamigo gesehen. Du bist die Heldin der Wilden. Wo die Sonne ihren Lauf beginnt, blitzt scharlachrot und lodert hoch zur Flamme auf. Bis leuchtendes Azur es niederringt. Azur vom End des Sonnenlaufs. Ah. Da. Da liegt was. Oh, sieh an. In dir stecken noch verborgene Kräfte. So gefällst du mir. Streng dich an. Kämpfe um dein Leben. Bring mein Blut in Wallung und halte meinen Körper in Bewegung. In dieser trostlosen Welt ist die Jagd mein einziges Vergnügen. Jetzt wirst du sterben. Du bist keine Herausforderung für mich, sondern nur ein lästiger Stolperstein. Oh. Die tun hier doch was. Zurück, galeischer Hund! Warum seid ihr hier? Ihr bringt euch in Gefahr. Flieht! Na, passt die ganze Situation nicht mehr gerade. Diesmal nicht. Ich hielt euch für verrückt. Ich dachte, ihr wollt euch nur aufspielen. Aber ich habe mich getäuscht. Die Erniedrigungen waren schmerzhaft. Wir wollten uns wehren, aber blieben stumm. Ihr habt uns daran erinnert, was wirklich zählt. Das hat wehgetan, doch gerade weil es wehtut, besteht noch Hoffnung. Wenn wir jetzt nicht auf unsere Herzen hören, werden sie für immer verstummen. Deshalb sind wir hier. Wir lassen uns nicht länger unterdrücken. Doma soll frei sein. Rührend, aber sinnlos. Euer Tod wird nichts, aber auch gar nichts verändern. Ihr könnt nicht einmal ein Schwert richtig halten und wollt mir in die Quere kommen? Für diese Torheit werdet ihr mit dem Leben bezahlen. Nein, ihr Mut ist nicht sinnlos. Schnell, weg hier! Gosetsu, hilf Yugiri! Jawohl! Verdammter Rauch! Lass die nicht entkommen! Prinz Zenos!
Na, sehr schön. So. Haben wir das auch erledigt? Jetzt haben wir unsere Kämpfer. Die Hauptlautstärke kann ich aber hochdrehen. Ah, Windätherquelle. Sehr gut. Okay, dann teleportieren wir uns da einmal hin. Ist gerade leichter. So. Na, wird wieder gesprochen oder nur hin und her? Oh Gott. Geht es dir wieder besser? Ja, viel besser. Dank eurer liebevollen Fürsorge. Wunderbar. Sagt Bescheid, wenn wir noch etwas für euch tun können. Warum guckst du so ernst? Mach doch den Mund auf, wenn du etwas auf dem Herzen hast. Und ihr? Habt ihr nichts zu sagen? Ich gehe mal zu den anderen Dorfbewohnern. Gosetsu, Alize, es tut mir leid. Ich habe töricht gehandelt und dadurch nicht nur mich selbst, sondern auch die Kriegerin des Lichts in Lebensgefahr gebracht. Mein Leichtsinn ist unentschuldbar. Ich hätte auf dich hören sollen, Gosetsu, doch stattdessen habe ich dein Vertrauen in mich enttäuscht. Ja, es war töricht. Aber immerhin hast du aus gutem Grund gehandelt. Du wolltest unseren Herrn und das Volk von Doma beschützen. Aber du selbst gehörst auch zum Volk von Doma. Also vergiss deinen eigenen Schutz nicht. Aber letztendlich hast du doch mit deinem Eifer den Bauern Mut gemacht. Kein Grund also, mit dir selbst so hart ins Gericht zu gehen. Anstatt dich bei uns zu entschuldigen, solltest du lieber derjenigen danken, die an dich geglaubt hat und dir zur Seite stand. Kann ich mir auch nichts von kaufen? Du hast mir einen großen Dienst erwiesen. Ich kann dir gar nicht genug danken. Hallo, da seid ihr ja. Ach nee. Ihr lebt. Als ich hörte, dass ihr einen Attentat auf Xenos versucht, ist mir beinahe das Herz stehen geblieben. Da musstest du unbedingt vorbeikommen, hä? Tut mir leid, dass wir euch nicht gefolgt sind. Alize hat mich zurückgehalten. War bestimmt besser so. Wäre ich diesem Schuft Xenos begegnet, hätte ich mich blindlings auf ihn gestürzt. Nein. Was guckt ihr so? Wir sollten uns jetzt lieber überlegen, wie es weitergeht. Momentan lassen uns die Galear zwar in Ruhe, aber das dürfte nur eine kurze Verschnaufpause sein. Sie wissen, wer wir sind und dass sie uns ernst nehmen müssen.
Wenn es zum offenen Kampf kommt, sind wir klar unterlegen. Wir brauchen einen Plan. Bruderherz, das ist die Stunde für einen genialen Strategen wie dich. Ja, und ein Stratege. Gerade er. Tja, ich habe in Kugane einige Nachforschungen angestellt und muss leider sagen, dass wir nicht mit Hilfstruppen aus Eorzea rechnen können. Der Weg ist einfach zu weit und für den Truppentransport bräuchten wir große Schiffe, die den galäischen Spionen kaum entgehen dürften. Es steht zu befürchten, dass die Schiffe unterwegs versenkt werden. Andererseits sind die Galear in Doma auch nicht allzu stark aufgestellt. Das wissen wir dank der Nachforschungen von Hancock und Tataru. Wenn sich das Volk von Doma erhebt und wir alle vorhandenen Kräfte sammeln, können wir versuchen, die Galear aus der Burg Doma zu vertreiben. Keine leichte Aufgabe, aber auch nicht unmöglich. Dann ist jetzt die Zeit gekommen, unseren rechtmäßigen Herrscher zurückzuholen. Es gibt keinen besseren Weg, die Moral unseres Volkes zu stärken. Bei dem Attentat hat das Volk klar seinen Willen zum Widerstand unter Beweis gestellt. Das wird Prinz Hien hoffentlich davon abhalten, sich den Galearen ans Messer zu liefern. Wir müssen aber auch noch stärker werden, wenn wir Xenos beim nächsten Mal besiegen wollen. Oh, ich hab's doch fast geschafft. Nach 3 Stunden.